Ja Leute, willkommen bei einem neuen Video von mir und heute gibt es mal wieder was Cooles zu sehen. Auch wieder Wave Shooter, aber ein ziemlich cooler. Und ich sehe gerade, ich bin hier durchsichtig. Das ist ja mal mega. Weil ich hier, das ist ja grüne Schrift. Natürlich habe ich es, deswegen sieht es auch im Video bei mir so komisch aus, aber das macht ja nichts. Ja, und zwar nicht das Game VAR Exterminate. Normaler Wave-Shooter mit Zombies, braucht auch nur einen Controller bei dem Spiel. Das Besondere, was ich cool finde an dem Spiel, ihr könnt nach jeder Wave könnt ihr immer Abilities aussuchen, zum Beispiel, dass ihr Damage erhöht, Kopfschüsse erhöht, Torso-Schüsse erhöht, Explosionen in wenn mehrere Zombies zusammenstehen erhöht, Waffen könnt ihr euch aufrüsten, dann gibt es noch Drohnen, die euch helfen, dann könnt ihr mit Chips noch auch noch die Waffen mit aufleveln. Das ist schon mega cool gemacht, muss ich sagen. Es macht auch mega viel Spaß. Es ist nicht nur stupides Schießen, klar, ein bisschen schon, aber nach jeder Runde verändert sich das immer, weil ihr immer mehr Schaden macht und das bockt dann wirklich schon richtig. Ist am 16. Mai rausgekommen, ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Kostet normalerweise 8,20 Euro, momentan 7,38 Euro. Wenn das Video draußen ist, kann ich es euch nicht sagen, ob es da noch so viel kostet. Ne, ich glaube dann nicht mehr, aber für 8,20 Euro vollkommen okay. Und jetzt sehe ich auch gerade, warum der mir im Spiel nicht die Index-Controller angezeigt hat. Die wird gar nicht mit angegeben. Ich habe es mit der Pimax gespielt und mit den Index-Controllern absolut keine Probleme. Also hat funktioniert. Ich gehe stark davon aus, dass es mit der Index dann auch funktionieren wird. Und von der Grafik her war ich auch sehr angetan. Das sieht wirklich, also wie auf den Bildern, du kannst nicht meckern, das sieht richtig schnieke aus. Wie immer, Anti-Aliasing abschalten und Blumen abschalten, das sieht wirklich immer tausendmal schärfer und besser aus, meiner Meinung nach. Ja, Leute, da wollen wir mal mit dem Video jetzt starten und natürlich Like und Abo nicht vergessen. Wir wollen ja die 1000 Abos erreichen. Mit eurer Hilfe schaffe ich das natürlich. Also kräftig liken, kommentieren und in den sozialen Netzwerken teilen. Und jetzt starten wir aber mit dem Video und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Leute, und das sind wir auch im Hauptmenü vom Spiel. Ich habe es jetzt mal gestartet und ja, guck mal. Ich habe jetzt gedacht, hä, ich habe den Controller gar nicht dran, schon beidhändig gehalten. Ja, wir können mal kurz in die Settings hier schauen. Wir können die Sprache einstellen, leider nur Englisch, sonst halt Chinesisch. Qualities können wir machen. Aber nochmal Anti-Aliasing mache ich aus, weil dann haben wir immer ein schärferes Bild. So, Equipment, da können wir noch verschiedene Sachen hier freischalten. Ja, Personal-Info haben wir natürlich noch nichts geschafft. Schauen wir mal rein, na, gehen wir auf Start, Chapter 1. So, Wave 10 Stück sollen wir machen. Alles klar, kriege ich mal $50. So, okay. Oh, das sieht aber schön aus. Leckt mich am Arsch. Das sieht gut aus. Ich merke es auch performancemäßig. Das ist schon ein bisschen am Jiggling. Ich weiß nicht, ob ihr es im Video so extrem seht. Ach, gucke mal. Tutorial, ja gut. Meine Index wird schon mal nicht angezeigt, aber ich gucke mal, ob es trotzdem funktioniert. Theoretisch Grip-Button ist Reload, also haben wir ja hier auch. Na los, probieren mal so. Select Ability, Extended Mag-Ammo, Critical Damage. Ja, komm, ich würde das nehmen. Alter, ist das laut. So, aber können wir das echt nur mit. Okay, wir brauchen anscheinend nur einen Controller. Zack. Ach, guck mal, die. Da fällt sogar das Bein ab. Das ist ja cool. Guck mal, da kommt hergekrabbelt. Okay, das war die erste Welle. Piercing Penetration plus 1. Okay, Penetration kenne ich vom anders her. Bounce, ja, Bounce Damage. Los, das nehmen wir mal. Aber bis jetzt eigentlich noch sehr einfach, ne? Yay, nächste Welle geschafft. Torso Hunter, recover every bullet you missed. Okay, das ist auch nicht schlecht. Okay, nehmen wir das. Ah, ich denke mal, da kommen auf jeden Fall noch schnellere Zombies. Oh, guck mal, jetzt kommen sie hier. Oh. So laufe ich auch mal, wenn ich besoffen bin und muss aufs Klo. Geil. Also, die Grafik ist aber knackscharf, na, da kannst du echt.
Surround, dann nehmen wir das. Kannst du echt nicht meckern, ne? Ist halt ein Rave-Shooter. Brauchst du einen Controller für jemand Neues im VR? Perfekt geeignet. Na, guck mal, Krabbeln da noch. Da ist es perfekt geeignet. Sag ich mal, für uns VR-Spieler ist es mal so ein kleines Schmankerl für zwischendurch. Aber ist auch cool, dass ihr so Abilities hast, die du mit auswählen kannst, ne? Ich denke mal, die kommen ja von hinten. Mal schön Kopfschüsse verteilen hier. Alter, ich treffe aber auch nicht. Zack. Nice. Okay. Add one bullet to the current magazine per kill. Increase fire by 50 for 10 seconds after taking... Brauchen wir eigentlich nicht. Ja, komm, wir nehmen Recycler. Wir sind ja umweltbewusst. Ja, jetzt... Na ja, komm. Jetzt geht's aber los hier. Alter, lass mich in Ruhe. Zack. Zu Split 2 Surrender und Upbound Killing kann man nehmen. Reload Speed 50%. Na komm, wollen wir mal richtig hier. Guck mal, unsere AP 48 von 50. Geht noch klar. Ihr seht auch die Kugeln, die wandern immer zu den Gegnern mit hin. Ganz cool. Alter, jetzt übertreib aber nicht. Alle auf einen Haufen hier. Alter, lass mich in Ruhe. Ja, die Abilities, die bringen wirklich was. Also die bringen da eigentlich eine geile Combo rein. Als wenn nur stupide drauf schießt und passiert nichts weiter. Lifestacks, Deal 5, Surround in One Hit Small Range. So. Oh, jetzt kommt auch wieder der Fette. Alter. Ja, du hältst doch was aus, ne? Alter. Geh doch mal down, ey. Okay. Nicht schlecht, was man jetzt hier. Ah, guck mal, dann kommt. Nee, ach nee, da kommt wieder so ein Fetti. Doch, da. Oder? Nee, ist auch keiner. Combo Hunter, Recovery 10 AP, Critical Damage, Firing when reaching Combo. Ist der 6-mal gestackt, kriegt man eigentlich hin? Oder Critical Damage? Nehmen wir nochmal ein bisschen mit hoch. Das ist jetzt eh die letzte Welle. Mal gucken, ob wir die jetzt schaffen. Klar, dass sie jetzt auch noch kommen hier, ne? Komm, lad nach. Zack. Wunderbar. Komm nochmal. Ihr muss man mit zwei hinten halten. Kann ich echt besser zielen, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Komm. Ja, da hinten kommen auch nochmal welche. Oh, wow, knappes Ding. Yay, wir haben es geschafft, geil. Okay. Victory. Note, ah, guck mal, hätten wir einen dritten Stang gekriegt. Okay. Ready? Aber ich will mal zurück ins... Im Menü, ob wir uns jetzt irgendwie schon was anderes kaufen können. Zack, zack. Damage 10. Mini Grenade Launcher.
cool. Ach, den kann man upgraden, okay. Ja, komm, mal richtig abgegradet das Ding. So, okay. Dann machen wir mal noch eine. Gucken, was das Ding kann. Sieht auch cool aus, ne? Wenn wir uns mal hier die Waffe so angucken. Lifestyle Chance, Damage, Bullet Speed, Damage von, ja komm. Ja komm, jetzt schauen wir aber hier woanders. Da gibt's Bier. Oh, okay. Hätten wir auch eben schon nehmen können, ne? explode the net chance, deal with surrounded, das nehmen wir. Easy. Bullet Speed Ammo, Bounce Range, ja. Hallo, zack. Da kommt wieder so ein Fetti. Ja Mensch, hätte ich das Ding gleich mal abgegradet. Defense surrounded, nehmen wir Critical mit hoch. Ey, es wird ja ein Speedrun hier. Combo Hunter, Extend. Ja, komm, wir nehmen das. Will noch jemand? Okay. Firing Rate, Recover, Temporary Increase, Damage for the After Making Heads. Ja. Obwohl Headshot mit dem Ding wird ein bisschen schwierig, würde ich mal behaupten, ne? Also die Waffe gefällt mir, ne? Die ist gut. Nehmen wir mal Quiddle mit hoch. Aber was sagt denn ihr zu dem Spiel? Schreibt mal in die Kommentare mit rein. was ihr davon haltet, für den Preis völlig okay. Ach guck mal, wir haben was aufgesammelt. Oh, ich brauche gar nicht hingucken. Können so machen. Zack. Ja, da machst du echt Flächenschaden mit der Waffe, ne? Easy. Nochmal. Ja, komm. Wir machen das nochmal mit. Add one bullet, recover. Bullet Speed, ja komm, wir nehmen das noch. Oh, guck mal, da kommt sogar extra so ein Ding dran. Geil. Ja, jetzt ist auch mal gut hier. Ich hoffe, ihr seht jetzt hier in den Level überhaupt was. Es ist doch schon sehr dunkel. Also die Waffen ändern sich auch. Also da haben sie sich Mühe gegeben. Das ist einfach nicht nur stupide gemacht. Das ist mal echt ganz cool. Attack Focus, da haben wir weniger Firing Range. Combo Hunter, Damage Large. Maximum Once, na los. Will noch jemand? Wer will noch? Keiner. Victory! Sehr cool. Ey, wir haben 3 Sterne gekriegt. Geil. Zack, so. Ja, mal gucken, ob wir das Ding noch ein bisschen hier aufrüsten können. Und wir haben ja so einen Chip aufgesammelt. Wenn wir hier gucken. Da brauchen wir 2, ja, alles klar.
So. Komm, einmal machen wir noch hier. Clear, clear. 5 Minuten 20. Ja, komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Kein Problem. Ah, Critical Damage. Aber wir gucken uns erstmal hier kurz um. Okay. Sehr cool. Die kommt von da. Von da können sie kommen und von da kann ich es mir vorstellen. So, wir nehmen Damage. Hey, wir nehmen das. An manchen Stellen ist es ja dunkel, da siehst du die nicht sofort. Exploding Bullet. Alter, ich treffe aber mal gar nichts, ne? Die fallen auch gut um, also da ist auch eine kleine Physik mit drin und das ist ganz cool. Also haben wir echt schon deutlich schlechtere Wave-Shooter gesehen. Ja komm, wir nehmen mal Penetration. Ach, guck dir das an. Cool. Mal gucken, nicht, dass sie hier von der Seite kommen. Damage, Headshot Damage, Torso. Ja, aber wir theoretisch eh meistens auf den Torso treffen. Ja, das ist jetzt. Wusste ich doch, dass sie jetzt von hier kommen. Weg mit euch. Von da kommt keiner. Von da aber nicht, okay. Da noch? Nee. Jetzt kommen die bestimmt. Und zuletzt kommen die von allen Seiten. Sehr schön. Bei welcher Wave sind wir jetzt überhaupt gewesen? Da ist Ammo-Kapazität. Ja, komm, da haben wir. Oh ja, 12. In der 8. sind wir schon. Na, ja, das schaffen wir doch. Oh, wow, 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 wow. Jetzt war ich hier erschrocken, dass hier auf einmal die Tür aufgeht. Knappes Ding. Penetration Damage, Max HP, ne, wir nehmen nochmal Penetration dazu. Finde ich auch cool, dass sie auch nicht aus einer Richtung kommen, sondern wirklich hier mal aus verschiedenen. Okay. So, letzte Welle, Torso Hunter nehmen wir noch mit dazu, oder? Nee, komm, wir nehmen das noch dazu. Ei, jetzt haben wir's. Guten Schaden gemacht. Da müssen uns doch 3 Sterne sicher sein, hoffe ich. Oder? Huch, bin auf Pause gekommen. Ne, wir haben noch eine. Okay, Bullet Spread. Ja, komm. Okay, hier gibt es mehr Wellen. Lass mich in Ruhe. Oh, jetzt kommen sie aber hier. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Der ist down. Oh, jetzt habe ich auch echt nicht mehr 4 HP, ne? Alter Schwede.
Reload Speed, Recoil. Ja, komm. Oh. Ich doch mal was für der HP getan. Ah, wir haben wieder so ein Ding geholt. Sehr cool. Oh, 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 oh. Geh down, geh down, geh down! Huh. 22. Exploding Death Precision. Critical. Ja, komm. Wir haben nichts mehr mit Heilung. Verdammte Axt, ey. Oh, okay, das war jetzt zu einfach. Recover. Sehr schön. Nice. Oh. Oh. Okay. Alter. Coole Viecher. Die halten ordentlich was aus. Oh, oh, oh. Eieiei, hör auf an mir zu knabbern. Oh, 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 oh. Oh, der schießt ja sogar der Arsch. Komm, geh down. Oh, ey. Jetzt wird's echt knapp, ey. Okay. Victory? Yes! Nice! Sehr cool. Das war jetzt knapp vom Tod. Gar nicht so leicht. Und? Yes! Alle drei Sterne. Ja, da haben wir doch einiges gemacht. Thrones unlocked. Sehr cool. Ja, gucken wir mal, was wir hier mit den Chips jetzt freischalten können. Ah, ist schon cool, wenn die hier extra sagen. Ey, guck das mal. Upgrade. Chip. Ach, die können wir noch gar nicht. Power of the User. Ah, okay, ab Level 10 erst. Ja, komm, ich will wenigstens mal gucken, was die Drohne hier so kann. Was kann die? Damage 8, 55. Plasma. Ey, ich finde das Ding eigentlich am geilsten hier. Jetzt habe ich natürlich die Drohne geupgradet. Ich will jetzt eigentlich nochmal sehen, ob die Drohne jetzt hier ist, was die macht. Das interessiert mich mal jetzt. Ach, guck mal da oben, geil. Okay. So, Mr. Drohne, du musst mir mal mithelfen. Ach, das ist ja praktisch. Guck dir das mal an. Cool. Haben wir ja doppelte Feuerkraft sozusagen. Ja, cool. Ja, Leute, ich werde es noch ein bisschen weiterspielen. Ich finde es gar nicht so übel. Auch mit der Drohne ist echt eine coole Idee. Was haltet ihr von dem Spiel? Ab in die Kommentare damit. Und natürlich das Like nicht vergessen. Und natürlich Abo dalassen. Wir wollen ja die 1000 zusammen schaffen. Mit eurer Hilfe schaffe ich das mit der tollen Community. Spielt was Schönes bis hin. Vielleicht auch das Spiel ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Ciao.